Servus Leute, willkommen zum heutigen Video. Heute soll es mal ein kleines Video sein, das halt schon über meine 6 Jahre Motorradfahren berichtet und einfach berichtet, was ich so ehrlich gesagt bereue, getan zu haben. Also es gibt ein paar Momente im Leben des Motorradfahrers, kennt eigentlich fast jeder. Man wünscht, man hätte sie nicht getan. Also wirklich. Fangen wir mal direkt mit dem ersten Punkt ein, der mir direkt in den Kopf geschossen ist, wenn es so Dinge gibt, für die ich mich schäme. Also Dinge wirklich, die mir unangenehm sind. Dann erinnere ich mich an eine meiner Ex-Freundinnen zurück. Damals, ich hatte wirklich eine extrem, extrem scheiß Situation, wo ich komplett die Kontrolle verloren habe. Es ging bergauf, ich habe Gas gegeben mit der MT-07 auf 48 PS. Sie saß hinten drauf. Und ich habe Gott sei Dank noch gut reagiert, aber es ging mega steil bergauf. Jeder, der das McFit in Feuerbach kennt, da gibt es seitlich so eine extrem hohe Steigung, wo halt auch sehr, sehr viele Autos aufsetzen. Und ich habe da halt Gas gegeben und da war eine Bodenwelle drin. Und durch die Bodenwelle habe ich halt das Problem gehabt, dass mir das Vorderrad hochgekommen ist. Und weil ich halt zu auf dem Gas war, eine kleine Bodenwelle, die halt, oder Kuppe, eher Kuppe, sorgt halt dafür, dass das Vorderrad hochkommt und durch dieses abnormale Drehmoment von der MT-07 gedrosselt und weil ich sie hinten noch mit drauf hatte, ist die Front hochgeschossen, als wäre unter meinem Vorderrad C4 hochgegangen. Es war so unkontrolliert. Zu dem Zeitpunkt konnte ich auch keine Wheelies, keine Frage, nur habe ich so blitzschnell reagieren können, dass die Maschine hochgeschnellt ist und wieder pam zurückgeschnellt ist. Es war einfach Glück, Leute, es war Glück, vielleicht ein bisschen Reflex noch mit dabei, aber 99,9% definitiv Glück, dass da nichts passiert ist. Wir hätten uns so auf die Schnauze gelegt und ich weiß nicht, wie ich es mir hätte verzeihen können, hätte sie sich dabei verletzt, weil sie war komplett unschuldig. Es war komplett unnötig, da Gas zu geben. Ich hatte einfach Bock drauf und wenn ich auf etwas Bock habe, dann lasse ich es sein zu zweit. Alleine, keine Frage, wenn ich mich tot fahre, ist meine Sache, aber wenn ich jemand anderen verletze, es war keine hohe Geschwindigkeit, versteht mich nicht falsch, 40 km/h vielleicht oder so, aber 40 km/h reichen oft, um sich bleibende Verletzungen zuzufügen beim Motorradfahren, anders als beim Auto. Deswegen, jetzt hat keine Knautschzone, wir hatten auch keine Schutzhose an, sondern einfach nur eine Schutzjacke und dementsprechend war es halt dermaßen gefährlich, meine Aktion, dass ich am liebsten, ja, was soll ich sagen, ich hätte mein Leben wirklich an mir vorbeigehen sehen, hätte sie verletzt, weil, keine Ahnung, es hat mich so viel Kraft gekostet, sie dann im Krankenhaus besuchen zu kommen, zu wissen, hey yo, es tut mir leid und keine Ahnung, ich würde da halt ewig in ihrer Schuld stehen und wenn sie halt nie wieder mehr dieselbe werden würde, dann wäre ich der Typ, wenn ich das so sagen kann, der ihr Leben eingeschränkt hat und darauf habe ich absolut, absolut keinen Bock gehabt. Und es wäre halt einfach eine Kack-Situation für sie gewesen. Vor allem, scheiß mal auf mich, vor allem für sie gewesen, weil es tut mir echt im Herzen weh, wenn ich das sehe, wenn junge Leute, vor allem A1-Fahrer, meinen angeben zu müssen, mit 80 durch die Stadt preschen, ne? Und einfach davon ausgehen, ja, jeder Autofahrer rechnet damit, jetzt fahre ich mit 80 ums Eck, kniesteif und was weiß ich was. Nö, damit rechnen die wenigsten Autofahrer. Und wenn es dann zu einem Unfall kommt, wie mit Knatterli, falls ihr die kennt, aus der Knatter-Crew aus Berlin, die Freundin von Orgi, würde ich jetzt mal behaupten, nicht, dass jetzt wieder, dass sie wieder gesteinigt wird. Ich habe lange nicht eingeschaltet, ich weiß auch gar nicht, ob die sagen, dass sie keine Beziehung haben, was auch immer deren Beziehung ist. Die Freundin von Orgi, ich habe ja nicht Girlfriend gesagt, ja, die ist ja mal mit einem Typen auf einer S1000 RR mitgefahren und hat sich die Wirbelsäule mehrfach gebrochen und Leute, es ist eine echt Kacksituation, vor allem wenn ihr Fitness macht, ihr habt immer Schmerzen, ihr braucht immer wieder Schmerzmittel, vor allem wenn sich das Wetter wandelt und das Wetter schwierig ist, dann spürt ihr halt die gebrochenen Knochen und es ist halt im Rücken sehr, sehr bescheiden. Das ist halt das Zentrum, wirklich das Zentrum, was halt da abgeht und deswegen kann ich dazu eigentlich nur sagen, der Typ hat auch Scheiße gebaut mit der S1000 Doppel-R, ist irgendwie in Wheelie gefahren, soweit ich es weiß, mit 100-110 km/h innerorts. Ihm wurde die Vorfahrt genommen, er konnte noch absetzen, hat gebremst, ist dann im Kreuzungsbereich mit dem Auto, ist in die Vorfahrt, welche Überraschung, bei 100 km/h oder so innerorts, genommen hat, kollidiert und gestürzt. Und als Beifahrerin hinten
Supersportler, ihr habt einen Hebel, euch haut's raus. Das ist, als würde unter euch ein Sprengsatz explodieren. Das ist alles andere als kontrolliert. Sprich, so wie ihr aufkommt, kommt ihr auf. Dass ihr nicht querschnittsgelähmt ist, ist wahrscheinlich, keine Ahnung, einer höheren Macht zu verdanken. Ich weiß es nicht. Oder einfach abnormal viel Glück oder Karma. Vielleicht hatte sich so positives Karma, dass da alles aufgebraucht wurde. Was soll ich sagen? Es ist einfach frustrierend. Deswegen, das war auf jeden Fall mein Platz 1, weshalb ich persönlich, also meiner Meinung nach ehrlich persönlich, mich selber für hasse und mich schäme für die Aktion, weil ich wollte nie dazugehören und in dem Moment hätte ich fast zu den Leuten gehört, wo ich selber nicht hätte in den Spiegel schauen können, ohne mich selber zu hassen. Ich würde mich einfach nicht selber erkennen. Ich würde in den Spiegel schauen und fragen, Junge, was ist aus dir geworden? Das ist einfach alles andere als geil. Noch ein Punkt, den ich nie vergessen werde, Leute. Nie, nie, nie vergessen werde. Das ist der Punkt, als ich mich über andere Motorradfahrer lustig gemacht habe, weil sie nicht fahren konnten, ne, und auf Krampf zur Gruppe dazugehören wollten. Ne. Ich weiß, manche sagen, geschieht ihnen recht, aber wenn man überlegt, wieso sind solche Leute überhaupt so, wie sie sind, wenn sie halt versuchen, irgendwie klarzukommen auf ihr Leben, durchs Motorradfahren und durchs Angeben. Und dann kommt halt jemand wie ich und sagt, jo, kannst du nicht mal Knie steifen, hast scheiß Reifen drauf, hast ein Bike, mit dem es suboptimal und, ist von Mami, ist von Papi bezahlt und solche Dinge. Klar ist von Mami und Papi bezahlt, wenn man mit 16 keinen eigenen Job hat, keine Frage. Aber die Sache ist einfach die, ich schäme mich dafür, weil es einfach nicht fair war. Weil jeder Mensch ist irgendwann mal im Leben in der Phase, wo er halt etwas tut, bei der er sich halt so denkt, so, boah, muss das jetzt wirklich sein? Hätte ich so handeln sollen und. Und da kommt halt noch jemand und streut halt Salz in die Wunde. Und das ist halt bitter, weil das ist halt komplett das Gegenteil. Sie wollten Anerkennung von der Gruppe und. Und ich habe sie halt fertig gemacht. Und einfach fertig gemacht, um sie zwar auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen, dass sie einfach scheiße fahren und sein lassen sollen. Sonst bringen sie sich um, jetzt nicht mehr Motorradfahren sein lassen, sondern dass sie die Basics lernen. Das wollten sie natürlich nicht hören. Aber der Punkt war halt, wie ich es rübergebracht habe. Ich habe es halt auf meine sehr, sehr direkte Art rübergebracht und alles aufgezählt, was halt komplett mich erschrecken. Auch wenn es nicht legal ist, durch durchgezogene Linie durchzufahren, solange er es mit Bedacht macht und die Leute nicht links in die Baustelle vom Bosch abbiegen wollen, wie wahrscheinlich hält man das. Aber hätte er passieren können, wenn ein Unfall passiert, dann bin ich auf jeden Fall schuld. Ich habe es ja auf Kamera, dass ich auch schuld bin. Vielleicht kriegt auch die andere Person eine Teilschuld, weil ist ja auch eine durchgezogene Linie, darf ja auch nicht links abbiegen, aber spielt ja auch keine Rolle. Ne, auf jeden Fall, der Punkt ist einfach der, ich habe mich, das werde ich nie vergessen, einfach sich über andere Leute lustig machen. Würde ich heutzutage irgendwie versuchen, jemanden auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen, würde ich es anders machen. Ich würde mich nicht über ihn lustig machen und ihn auslachen, ich würde vielmehr versuchen zu helfen und ihm zu verstehen geben, ey, yo, Junge, bist noch jung, hast keine Ahnung vom Leben. Schneidet noch jemand zusammen, aber ich würde ihn definitiv nicht so fertig machen. Also eine ganz, ganz andere Herangehensweise. Hingehen, helfen, aber nicht auslachen, weil ich weiß nicht, wieso lacht man Leute aus, weil es mir damals einfach gleichgültig war. So, pff, ja, wenn er stirbt, dann stirbt er. Ist ja niemand, den ich kenne. Deswegen Pech gehabt. Wenn er versucht anzugeben, dann wische ich ihm eins aus und mache mich lustig über sein Fahrstil und kritisiere alles, was er falsch macht. Klar, ich bin auch kein Profi, aber es gibt halt schon fundamentale Dinge, wenn man die falsch macht, das sieht halt jeder, der halbwegs Motorrad fahren kann. Oh, ja, was soll ich sagen? Gewollt, aber nicht gekonnt ist halt sehr oft bei jungen Fahrern. Bei mir war es halt auch damals so, dass ich ab und zu mal über meinem Limit gefahren bin, aber sehr, sehr selten. Also sonst hätte ich mich noch in einer ganz anderen Dimension vom Motorrad geschallert. Das glaubt ihr gar nicht. Auch hier meine ersten Videos. Hier das Video Hummel ins Auge oder wie das Video hieß. Genau hier die gelbe Ampel, ein bisschen Gas gegeben. Hier wurde ich von der Hummel getroffen und bin hier irgendwo stehen gekommen. Ich habe nichts mehr gesehen. Also wenn euch ein fettes Viech ins Auge trifft, euch wird schwarz vor beiden Augen. Es ist geil. Ne, auf jeden Fall, das ist definitiv eine Sache, für die ich mich so hart schäme, mich lustig zu machen über andere Leute, weil es macht mich kein Stück besser, genauso wenig wie die anderen. Es zeigt einfach nur,
eine Charakterschwäche, dass einem egal ist, wie, wie es den anderen Leuten geht. Und mittlerweile würde ich nicht so hart drüber lachen. Ich würde nicht sagen, hahaha, du Opfer, sondern ich würde versuchen zu helfen. Und wenn ich nicht helfe, dann würde ich einfach schweigen. Dann würde ich einfach nichts sagen. Wie hieß so schön, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Das trifft es relativ gut, meiner Meinung nach. Also wenn es jetzt um die Thematik geht. Das sieht natürlich jeder ein bisschen anders. Das ist auch immer so eine Abwägungssache. Aber das war auf jeden Fall der Punkt, für den ich mich persönlich schäme. Und dann kommt der letzte Punkt und es ist das rücksichtslose Überholen. Also relativ rücksichtslos. Ich möchte es jetzt nicht zu rücksichtslos werden lassen, weil sonst wäre sicher was passiert, weil ein paar Mal rücksichtslos überholt und dann früher, später ist dein Glück zu Ende und dann platzt dich richtig blöd aufs Maul oder Gegenverkehr kommt und tötet dich auf der Stelle als Motorradfahrer. Es passiert schneller als man denkt, deswegen rücksichtsloses Überholen, damit meine ich einfach unter Volllast Fahrradfahrer überholt. Gleich hat man Abstand, aber unter Volllast hauen die meisten Maschinen über 100 Dezibel raus und das ist einfach nicht fair gegenüber Leuten, die halt ihr Fahrrad mit Scheiße auch noch runter, weil die Maschine zappelt. Wollt ihr jetzt nicht machen. Dann zappelt sie halt ein bisschen im vierten Gang bei 50. Ist okay. Ne, der Punkt ist einfach der, es sind einfach auch nur Menschen. Und wenn man die halt mit so einem Lärm überholt, ist einfach unnötig. Und es zeigt einfach, dass man keinen Respekt gegenüber anderen Menschen hat. Ich weiß, viele Leute, viele Motorradfahrer, so pissen, Rennradfahrer, die nebeneinander fahren. Aber Leute, seid mal ehrlich, wenn ihr Motorrad fahrt, fahrt ihr oft irgendwie jedes Mal schnurstracks hintereinander. Oft fahrt ihr versetzt, nebeneinander und nicht immer. Fahrt ihr auch schnell genug, die anderen Verkehrsteilnehmer mal überseht in der Ampel und so weiter und so fort. Klar, ein Rennradfahrer, der auf einer unbeschränkten Strecke 20 fährt, bergauf, wo 100 geht, nebeneinander. Klar, es gibt unschönere Dinge, also coolere Dinge meine ich, aber es ist wirklich Meckern auf sehr hohem Niveau, wenn man mal in Anbetracht sieht, dass es auch nur Menschen sind. Und ich hatte bisher nicht einen Rennradfahrer, den ich respektiert habe, der mir nicht auch geholfen hat beim Motorrad. Sprich, wenn man eine Pause macht, man konnte sich unterhalten und. Klar, nicht mit jedem kann man sich unterhalten. Ne? Nicht immer ist man auf einer Wellenlänge, aber oft ist es halt so, und das verstehe ich auch nicht, der Mann hätte zur Mitte durchgehen können, man kommt locker an ihm vorbei, aber wenn er warten will, soll er warten, ne? Wird er nie lernen. In Stuttgart gelten einfach andere Regeln. Damit die auf die Straße laufen und die Leute lassen ihren Platz. Ja. Ansichtssache. Oh, der möchte links vorbei. Gut, dass er in den Spiegel geschaut hat. Oder die. Jetzt fährt ich so hin, dass sie nicht vorbeikommen mit der Supermoto. Nein, ist aber egal, ich muss ja nicht jedes Mal filtern. Kommen ja ungefähr gleich an. Ha, nee, auf jeden Fall. Das waren meine Punkte, die ich irgendwie hätte anders gemacht, wäre ich nochmal in der Lage gewesen. Jetzt mache ich sie definitiv anders. Bin dementsprechend zufrieden und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir in die Kommentare für Dinge, die ihr getan habt, für die ihr euch schämt.